Ich denke, da wird bald etwas passieren. Ja, yeah, und es passiert heute, jetzt, Gothic 3. Geil! Das ist ja wieder mit am Startzeit. Und wir sind hier, haben wir nochmal einen kurzen Abstecher nach Varant gemacht. In der letzten Folge haben wir noch einen Katana bekommen und nochmal zwei, drei Quests abgeschlossen, aber auch zwei, drei Quests wieder neu bekommen, was jetzt so semi ist. Aber was sehr interessant ist, haben wir gesagt bekommen, nämlich, dass der Schneider bzw. der Rüstungsbauer hier Wagfälle nehmen würde und das dürfte eigentlich nur Luca sein. Ich habe hier einige seltene Fälle, die dich vielleicht interessieren könnten. Das sind tatsächlich sehr gute Fälle. Von welchem Tier stammen sie? Nach einem Wolf sieht das zumindest nicht aus. Ich habe sie von Wagen aus Myrtana. Erstaunlich. Ich gebe dir 400 Goldmünzen für diese Fälle. Einverstanden, du kannst sie haben. Das ist jetzt irgendwie echt unbefriedigend. Ich habe jetzt gedacht, der baut mir irgendwie noch eine Rüstung oder so aus den Dingern. Das ist jetzt echt unbefriedigend. Das Crawl ist gekriegt. Dafür müssen wir nach Morasul zu Angar. Das machen wir jetzt nochmal. Morgen sieht das schon wieder anders aus. Morasul. Halleluja. Hat man nur kurz die Konturen von Haar und Bart gesehen. Das fand ich auch sehr geil. Was? Ein Kampf! Weg mit der Waffe. Alter, die stechen hier einfach die Sklave. Wie der Idiot rumgeflogen ist. Hüte dich vor der Nacht. Da streift der Dämon durch die Gassen. Zeig mir deine Ware. Ja, so ein Dämonenhorn. Ich weiß nicht, da muss ich auch nochmal gucken. Stärke 140, Jagdgeschick 220, Schutz, also, ja, ist eh keine gute, also, ich hätte die Rüstung gerne, einfach um zu sehen, wie die aussieht, aber ich glaube nicht, dass ich die tragen kann. So, Sturmbringer ist, glaube ich, so ziemlich das einzige Zweihandschwert, was ich erstmal behalte. So, alles andere, was ich jetzt erstmal nicht brauche, verticke ich jetzt erstmal. Ich sammle Schwerter, also ich sammle die, die ich jetzt hier habe, sammle ich. Aber ansonsten so den meisten Shit, den ich eh nicht nutzen werde, der kann weg. Ich sammle die halt auch nur, weil das halt so besondere Waffen sind, aber sonst würde ich die wahrscheinlich auch einfach nur verkaufen. So, wir haben hier noch einen nutzlosen Schild. So, haben wir wieder 80.000 Gold erstmal. Hast du was Neues? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Solche Aufstände gibt es hier jedes Jahr. Die Assassinen haben mittlerweile Übung darin, sie niederzuschlagen. Cool. Ich muss zu meinem alten Kumpel Angar. Der Templer, der Templer. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Morasul ist verflucht. Ja, natürlich. Genau. Und heute müsste Freitag der 30. sein. 30.04. Und heute gab es auch eine Folge Randomizer-Mod um 16 Uhr. Und falls ihr Bock habt und die noch nicht gesehen haben solltet, schaut da gerne mal rein. Ich würde mich freuen. Hast du damals im Sektenlager zufällig gelernt, an das Sekret in Kraflerzangen zu kommen? Nein, wir Templer haben uns normalerweise nur darum gekümmert, die Viecher zu töten. Leider wirst du wohl auch niemanden mehr finden, der diesen schwierigen Vorgang gelernt hat. Lass mich nachdenken. Ich glaube, Lester hat einmal davon geredet, dass einer der Gurus ihm die Verarbeitung der Zangen beigebracht hat. Am besten redest du mit ihm darüber, wenn du ihn triffst. Tja, aber wo ist Lester? Also Lester könnte jetzt noch in... Der könnte noch in Al-Shaddim rumhängen. Ah? Komm her! Töte die Frauen! Die hast du für Emilia! Alter! Drei Typen stechen eine Frau einfach weg, so. Aha! Ja, den vierten mach ich hier. Ja, da ist genug für uns alle dran. Geil. Ich lebe für den Kampf. King unbewaffnete Sklaven, Alter. Wir sind verloren. Ach du Scheiße. Aber warum denn die Frauen, Mann? Warum denn die Frauen? Beim Dicken kann ich es ja verstehen, aber die armen Frauen, ey, die haben sowieso kaum Frauen hier in der Stadt. Warum müssen die jetzt auch die Frauen töten, ey? Das verstehe ich nicht. Am Ende wurden die wahrscheinlich noch von dem Dicken gezwungen, gegen die Assassinen zu kämpfen. Wahrscheinlich wollten die Frauen gar nicht kämpfen. Die wurden wahrscheinlich erpresst oder so.
Ah ja. Habe ich eigentlich sowas wie einen Speedtrank? Nee, ne? Also die Sache ist, ich glaube, Lester ist halt noch in Al-Shedim. Ich glaube nicht, dass der jetzt... Ich habe ihn in Praga nicht gesehen. Ich denke, der wird jetzt noch in Al-Shedim rumgammeln. Wir machen... Also ich speichere sowieso jetzt nochmal kurz, aber... Ich wette, der ist dort. So, als Blutfliege ist, man relativ schnell unterwegs. Man hat so einen komischen Blutschleier um sich herum. Ich weiß auch nicht warum, aber... Naja. So, oh, Hallöchen. Die kann ich nicht hier lassen. Das geht nicht. Ich muss die töten. Vor allem, ich bekämpfe Feuerwarane mit Feuer. Kann man das als dreist bezeichnen, oder? Ich denke schon. Möchte ich auch schwer meinen. So, sehr schön. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch einen Schatz, oder? Ja, guck mal. Ich habe hier einen Schatz übersehen. Schändlich. Oh, ich Idiot, ich habe doch einen Teleport nach Al-Shedim. Was haben wir denn da? Ich bin so blöd, ey. Aber na gut, es hat sich ja gelohnt, dass ich nochmal hierher gekommen bin. Hier haben wir noch ein paar Warane. Ey, im Best Case geben die uns noch ein paar Level-Ups. Die sind irgendwie festgebackt, kann das sein? So. Okay, wir machen das jetzt... Ach, ich hab das total vergessen, dass ich einen Teleporter hierher habe. Okay, die letzten Meter hätte ich jetzt wahrscheinlich auch einfach laufen können, aber... Scheiß drauf. Ja, wie gesagt, als ich nachgespielt habe, damals, Anfang des Monats, habe ich alles hier stehen lassen. Also ich habe die Figuren nicht eingesammelt, ich habe diese Spruchrollen nicht eingesammelt, die in den Ruinen überall rumliegen, das habe ich alles nicht gemacht. Oh, und ich sehe gerade, ich habe auch nicht die Nomaden hier getötet. Das müssen wir noch machen. Der Mutras hält aus. Okay, das müssen wir mal schnell erledigen. Tut mir leid, Leute. Sorry für die Unannehmlichkeit. Ich dachte eigentlich, dass ich die platt gemacht habe. Aber egal. Dann mach ich das einfach nochmal schnell. Ey, und das nur, um meinen Kumpel Lester zu finden, ey. So, na gut, aber ich nehme den Loot natürlich trotzdem ganz gerne noch mit. So, komm schon, Lester, bitte sei hier. Ah, Mann, ey. Ah, na, warte, Bürschchen! Oh! Ah. Oh, da! Oh. Da! 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 Wo ist Lester? Der ist nicht hier. Scheiße. Der ist einfach nicht hier. Das nervt. Da! Da! Ey, wie der im Laufen einfach schießen kann, der Cheater, ey. Da! 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 So ein Cheater. Tja, und wir stellen fest, Lester ist leider nicht hier. Verdammt, das ärgert mich. Dir werde ich's zeigen. Da, da. Da, da. Da. Das war aber ein netter Move hier. Der war eigentlich ganz hübsch. Ja, es ist so ärgerlich, dass Lester jetzt nicht hier ist. Es ist wirklich, wirklich ärgerlich. Habe ich die jetzt nicht alle getötet? Oder? Da hängen wahrscheinlich noch so ein paar rum.
Tja, Lester könnte vielleicht in Lago sein. Vielleicht ist der Hund in Lago. Vielleicht, nachdem hier alles abgeschlossen war, ist er vielleicht nach Lago gegangen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, da ist er. Oh, Gott sei Dank. Angar hat mir erzählt, dass du dich mit Krafflerzangen auskennst. Da hat er recht. Einer unserer Gurus hat mir damals alles über sie beigebracht. Du könntest also diesen Zangen hier das Sekret entnehmen? Ashnu aus Bakarish vermutet, dass diese Sandkrafflerzangen ein ähnliches Sekret enthalten wie Mimikrafflerzangen. Ich könnte es zumindest versuchen. Dafür bräuchte ich aber erstmal mein Werkzeug. Du erinnerst dich sicher daran, dass fast unsere gesamte Ausrüstung auf dem Schiff geblieben ist. Welche Werkzeuge benötigst du? Nun, wir haben damals immer eine Fackel verwendet, um die Zangen zu erhitzen. Geöffnet wurden sie dann meist mit einem besonders spitzen Blutfliegenstachel. Meist verwendeten wir noch ein Messer und einen kleinen Hammer für die grobe Arbeit. Außerdem werde ich noch zwei Fläschchen brauchen, in die ich das Sekret abfüllen kann. Wenn du mir also eine Fackel, einen Blutfliegenstachel, ein Messer, einen Hammer und die beiden Fläschchen bringst, bekommst du dein Sekret. Ich habe das Werkzeug für dich. Dann mache ich mich sofort an die Arbeit. Geil. Wie lange wirst du für die Krafflerzangen brauchen? Komm am besten morgen wieder zu mir. Dann müsste ich fertig sein. Okay, dann machen wir das mal schnell. Dann pennen wir hier einfach mal kurz bis zum nächsten Morgen. Und schauen mal, was er da machen konnte. Entschuldigung, es sieht so hässlich aus, ne? Aber ich hoffe ja wirklich bald mal, dass ich einen besseren Schild bekomme. Ich kann den hier langsam nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sein. Hey, ich hab da jetzt bis zum nächsten Morgen gepennt. Warum ist der jetzt nicht fertig? Ah, warte mal. Aber wenn ich einmal hier bin, kann ich gleich mal mit Zibo nachher reden wegen dem Schiff für Hardlot. Nee, kann ich nicht. Ah, nee, ich hab ja die Quest schon angenommen mit diesem Bauplan. Der hat mir schon die Aufgabe gegeben, dass der die flauschigen Träume gerne auf eisigen Wolfsfällen hätte. So, Lester, jetzt aber dein... It's your turn. Your time to shine. Hast du das Sekret? Ja, die Sandkrohlerzangen enthalten tatsächlich ein ganz ähnliches. Du solltest es am besten diesem Kerl bringen, der sie dir gegeben hat, damit er sich das Sekret näher ansehen kann. Ich kann zwar das Sekret entnehmen, bin aber nicht gerade ein Experte im Umgang damit. Geil. Ja, dann zurück nach Bakarish, ne? Und dieser Geldbeutel, diese Geldbeutelnummer, ich glaube, dass ich die in Silden machen kann. Ich glaube, dass ich dort einen finden kann, der irgendwie Leder verarbeiten kann. Aber auf Anhieb wüsste ich jetzt nicht, an wen ich mich da wenden sollte. Ich werde da sowieso noch... Ich bin ja noch gar nicht fertig mit Questen. Ich mache jetzt hier nur mal kurz so eine Abstecher-Folge nach Varant. So, von daher... Schauen wir da mal, wer dort der richtige Ansprechpartner ist für diese Sache. Aber ich sag mal so, es sind Erfahrungspunkte. Ich nehme die jetzt einfach mit. Fertig. Ich habe jemanden gefunden, der den Zangen das Sekret entnehmen konnte. In den Sandkrafflerzangen befindet sich wirklich ein ähnliches Sekret. Das ist wirklich sehr interessant. Leider übersteigt die Analyse des Sekrets meine Fähigkeiten. Ein Alchemist kann dir sicher mehr darüber erzählen. Ich überlasse dir das Sekret. Du kannst damit machen, was immer du möchtest. Vielleicht solltest du Eusebio in Benerei aufsuchen. Er soll einer der fähigsten Alchemisten in Varant sein. Also, ne, bei aller Ehre, ne, die Modder hier reingesteckt haben, um weiteren Content reinzubringen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich bessere Quests schreiben würde, ne, um Gottes Willen. Also, die haben sich sicherlich Mühe gegeben und die werden sich auch gegenseitig gesagt haben, dass das gute Quests sind oder ein gutes Questdesign ist oder so, aber es ist, die meisten Content-ergänzenden Quests sind immer nur Lauf dorthin und rede mit dem. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oder seht ihr das anders? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe hier das Sekret aus den Zangen von zwei verschiedenen Kraflerarten. Kannst du damit etwas anfangen? Krohler-Sekret, sagst du. Das klingt nach einer interessanten Herausforderung. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich versuche, dir einen Trank aus diesem Sekret herzustellen und darf das übrige Sekret dafür behalten. Was hältst du davon? Einverstanden. Mach dich an die Arbeit. Bis wann ist der Trank fertig?
Einen halben Tag wirst du mir schon geben müssen. Mit diesem Zeug arbeite ich schließlich nicht täglich. Ich weiß einfach nicht, was ich von so einem Quest-Design halten soll. Also es ist, irgendwie bisher war es immer nur so, geh dorthin, rede mit dem und fertig. Also, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch einfach nur zu eng, aber naja. Warst du schon erfolgreich mit dem Kaffler Sekret? Ja, ich konnte zwei sehr interessante Tränke brauen, die ich bisher aber noch nicht getestet habe. Ich überlasse lieber dir diese Ehre. Viel Spaß damit. Halte am besten etwas Abstand zu mir, wenn du sie wirklich trinken willst. Gut, jetzt haben wir das wenigstens erstmal erledigt. Sandcrawler und Minecrawler-Sekret erhalten. Tja, also in Gothic 1 war es glaube ich so, wenn man die Zangen konsumierte, hat man Mana bekommen. Ja, ja, hier, Minecrawler, genau, Max-Mana von Minecrawlern, das ist cool. Und durch die Sandcrawler gibt es eine stark milchige Flüssigkeit, 10 Lebensenergie. Na gut, okay, das hat sich schon gelohnt, finde ich, dass wir jetzt hier mit den Leuten gequatscht haben, das ist schon okay. Ja, und die Nummer, wie gesagt, mit dem, Baccarat Charaktere, wie habe ich denn dieses Fenster, wie wird denn dieses Fenster aufgerufen, das check ich nicht. Wie komme ich denn einfach, Mission, hier. Wie komme ich denn in dieses Charaktere-Menü, das verstehe ich nicht, egal. Wir kehren jetzt erstmal zurück nach Myrtana, nach Silden. Da waren wir ja noch nicht fertig. Ja, die Nummer mit der Burgruine. Ich verschiebe das jetzt einfach mal großzügig auf nächste Folge. wir reden jetzt erstmal mit diesem Zapotec, dass wir die Sklaven schon abgestochen haben. Und dann gehen wir nochmal auf Jagd mit dem anderen Jäger, der dann noch auf der anderen Flussseite ist. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Ein Mensch namens Inok hat einige Sklaven befreit. Ich wusste es, ein dreckiger Marra. Für den Kerl werde ich mir was Besonderes überlegen. Hier, dein Gold für den miesen Verrat, Mama. Die entlaufenen Sklaven sind tot. Sehr gut, dann können sie keinen Ärger mehr machen. Das wird den anderen eine Lehre sein. Mit den Orks legt man sich nicht an. Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Morras in der Stadt haben viel zu viel Freiheit. Ich mag den, seine leuchtenden Augen. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Jeder Ork und jeder Morra in diesem Nest hat Angst vor ihm. Aber ich glaube die Geschichten über seine Heldentaten nicht. Ich würde ihn herausfordern, wenn ich könnte. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Bruder, ey. Nee. Getötet wird ja gar niemand, ey. Also verratete Orks, das macht doch schon mal schön unter euch aus. Gegen Menschen zu kämpfen ist eine Sache, aber Orks gegeneinander auszuspielen ist eine andere. So, ich habe übrigens deinen Hammer gefunden. Ich habe deinen Hammer in der Arena gefunden. Das ist gut, Kleiner. Jetzt kann ich endlich wieder als Schmied arbeiten. Silden braucht einen Schmied in der Stadt. Ah, sehr gut. Endlich Arbeit. Dann sitze ich hier wenigstens nicht mehr nutzlos herum. Hey, wenn du Interesse am Schmieden hast, besuch mich ruhig in der Schmiede, Kleiner. Mach ich. Gut, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. So, und Wachen muss ich auch noch zusammentrommeln. Was ist los, Morra? Silden braucht mehr Wachen innerhalb der Stadt. Ich werde gehen. Aber Denpok sollte davon wissen. Okay, drei müssen wir, glaube ich, zusammenkratzen. Ich glaube, hier im... Im Sklavenlager gab es noch eine Wache, die man hier holen konnte. Der hier, glaube ich? Nee. Der hier. Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maras bekämpfen, statt euch zu bewachen.
Das hätte er doch. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Die Morras machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Als ob ich nicht. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauer zu überwachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Stanbock braucht mehr Wachen in der Stadt. Ich gehe. Melde das Stanbock. Verstanden? Geil. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Und der Typ, der bei den Fischern drüben ist, dieser Brontop oder so, ich weiß gar nicht. Die haben hier alle irgendwie sehr ähnliche Namen, das ist sehr verwirrend. Aber ihr wisst, wen ich meine, für den ich die Lurker... Ah, Frillock. Keine Zeit. Ich muss Wache stehen. Ah, der Arena-Champion. Morras, die in Sylden für ihre Kämpfen findet man selten. Und gewinnen tun die wenigsten. Was? Alles klar? Stehe hier schon seit Tagen. Hab Hunger. Ich will gebratenes Fleisch. 5 Keulen. Ich habe gebratenes Fleisch für dich. Hier damit. Hier hast du Gold. In der Stadt werden Wachen gebraucht. Dann geh ich mal nachsehen. Geh zu Denpock und sag ihm, ich bin ab jetzt in der Stadt. Okay, 4 Wachen konnten wir sogar organisieren. Sehr geil. Sehr, sehr geil. In Sylden werden mehr Wachen benötigt. Dann geh ich mal rüber. Sag Denpock Bescheid, dass ich ab jetzt in der Stadt bin. Klar? Ach, ich mag die Orks irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das sind so ein kleines, sympathisches Völkchen. Ich finde die witzig. So, ist mal erledigt damit. Halt! Keinen Schritt weiter! Frillock patrouilliert ab jetzt in der Stadt. Gut gemacht, Morra. Hier, deine Belohnung. Brontop bleibt ab jetzt in der Stadt. Gute Nachricht. Hier, dein Lohn. Jeder hat Probleme, ich Irmak hält Wache in der Stadt. Gut gemacht, Morra. Ich würde das Ganka bleibt ab jetzt in der Stadt. Sehr gut, Kleiner. Ja, ihr habt jetzt einen neuen Schmied. Sein Name ist Kardok. Na, endlich. Warum hat das so lange gedauert? Hier, dein Lohn, Morra. Das nimmt kein Gutes. Lässt du mich zu eurem Anführer? Du bist für uns kein Unbekannter mehr. Du darfst passieren. Geil. Jeder hat Probleme, ich auch. Also was können wir jetzt machen? Rein theoretisch? Rein hypothetisch? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Und eigentlich spricht nichts gegen. In was investieren wir die Lernpunkte? Tja, wir könnten irgendwie auf Jagdgeschick gehen. So eine andere Waffe, die ich noch im Zweifel tragen kann? Nee, ne? Das Meisterschwert braucht halt noch ein bisschen Jagdgeschick, aber sonst... Dafür würde ich jetzt nicht nochmal auf Jagdgeschick skillen, ganz ehrlich. Ich skill jetzt auf Lebensenergie und Ausdauer nochmal. Belia! Gewähre mir Lebenskraft! Ich will noch ein bisschen tankier werden. Je mehr, desto besser. Gewähre mir Ausdauer! Sehr schön. Haben wir schon lange nichts mehr rein investiert. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. So, dann gehen wir mal zum Umbrak, zum großen Kriegsherrn. Ja, moin. So, du bist also der Kerl, von dem hier alle reden. Du bist der große Kriegsherr, von dem hier alle reden. Was will ein Wicht wie du von einem Anführer der Ork-Armeen? Rede! Der Untergrundrebell Enok ist tot. Das hört sich doch gut an. Hier, das hast du dir verdient. Danke. Ich bin gekommen, um dir, großer Kriegsherr, zu dienen. Ist das so? Dann beantworte mir nur eine Frage. Wann wird dein Volk endlich einsehen, dass es besiegt ist und den Widerstand aufgeben? Was kann ich tun, um sie zur Vernunft zu bringen? Ich wüsste da etwas. Das wäre genau das Richtige für jemanden deines Schlages. Vor dem Pass nach Nordmar gibt es ein Rebellenlager. Ich will den Kopf ihres Anführers.
Wo finde ich dieses Rebellenlager? Irgendwo da draußen hält sich ein ganzer Haufen Aufständischer versteckt. Sie stören unsere Lieferungen nach Nordmar. Anok ist der Kopf der Bande. Geh und töte ihn. Die anderen werden sich schon ergeben, wenn ihr Anführer fällt. Frag den Schamanen Grompel, meinen Berater. Er wird dir helfen, sie zu finden. Wie laufen die Geschäfte? Wer bist du, dass ich dich über meine Angelegenheiten unterrichte? Okay. Ist in Ordnung. Solide Gegenfrage. Kann ich nachvollziehen. Wir werden jetzt erstmal... Jawohl, Waffenbündel 1 snacken. Es gibt wie gesagt so einen Ork in Monterra, der ultra viele Waffenbündel haben möchte. Als der Diener Innos erkannte, was geschah, ließ er die 5 göttlichen Artefakte in die Tempel bringen. Und das Volk von Varant ging unter. Und Zepter und Stab versanken in den Wassern. Geil. Wie gesagt, ich brauche irgendwie 20 Waffenbündel. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn jetzt aktuell? 21, perfekt. Das ist doch schon mal ganz gut. Gibt's hier noch mehr? Aber ist auch hübsch eingerichtet hier, ne? Hübsch eingerichtet, sehr, sehr cool. Also, gut, hier würde ich jetzt nur ungern wohnen wollen. Aber ganz ehrlich, hier wäre super. Direkt hier an der Mauer, man kann rausgucken in die Arena sogar. Ist schon geil eingerichtet, muss man sagen. Auch mit den ganzen Töpfen und alles. Ist schon hübsch. Schon hübsch. Gefällt mir sehr hier. Wie so ein kleiner Waffenladen. Ist schon geil. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Hast du irgendwas, was mich interessieren könnte? Ein Schild. Warum haben die Orks keine Schilde? Ja, okay, gut. Ja, warum frage ich eigentlich? Klar, es sind halt Orks, ne? Ich kämpfe halt nicht mit Schilden. Und schon gar nicht mit Schilden, die für Menschen gedacht sind. Das kann ich schon nachvollziehen. Tja, ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen am Grübeln, ob ich die Rebellen jetzt halt schon abstechen soll. Aber eigentlich dürfte das keinen Einfluss auf die Rebellen in Okara nehmen. Ah. Ich hab damit kein Problem. Okay. Reden wir erstmal mit Kollegen Tornschuh. Umbrak schickt mich, den Rebellen Anok zu töten. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dich mit einer solch schwierigen Aufgabe betraut. Wo soll ich nach den Rebellen suchen? Ich kann dir nicht sagen, wo die Rebellen sich verstecken. Das sagt der Kriegsherr was anderes. Ich kann dir sagen, aus welcher Richtung sie uns immer angegriffen haben. Okay, na mal. Warum sucht ihr nicht selbst nach Anok? Die Sklavenlager da draußen müssen bewacht werden. Viele Sklaven bedeuten auch viel Ärger. Wir können hier keinen Mann entbehren. Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Na gut. Folge mir. Ja, ich überlege halt, inwiefern wir das jetzt halt machen. Also es gibt halt hier noch eine Quest mit einem Jäger hier, die mache ich auch noch in der nächsten Folge dann. Aber ja, dann werden wir erstmal versuchen, in der nächsten Folge die Rebellen platt zu machen wahrscheinlich. Von dort oben aus dem Wald haben uns die Rebellen immer angegriffen. Ich vermute, dass sie sich irgendwo da oben versteckt halten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Ja, ich schätze schon. Ich fühle mich gut ausgerüstet, aber wer weiß, ne? Kann immer wieder mal was passieren. Ich will aber erstmal mit denen reden, bevor ich gegen die kämpfe. Deshalb wechsle ich erstmal die Ausrüstung kurz. Jagdgeschickring, scheiß drauf. Ah, wobei, den brauche ich für den Bogen, ne? Nee, den kann ich auch so tragen. Warte mal, ich habe 178 Jagdgeschick und der Bogen braucht... Ach, 160, das ist ja angenehm. Geil, das heißt, ich kann den Ring schon mal einsparen und kann den Slot für einen Ring der Lebensenergie nutzen, was mir jetzt sehr viel mehr bringt gerade. Super. Da kann ich die eigentlich mal verticken bei Gelegenheit. Ja. Weißt du, Schwert habe ich schon ausgerüstet, Bogen, Schild, okay. Wie gesagt, ich, will die nicht direkt töten, ich will erstmal mit denen reden. Im Zweifel kann ich Anok persönlich herausfordern und Umbrak hat irgendwas davon erzählt, von wegen, sobald der Anführer tot ist, kämpfen die anderen nicht mehr. Im Zweifel könnte mir das den Arsch retten. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass das wirklich mal so gewesen sein sollte, aber...
Man darf ja mal hoffen. Aber ja, da würde ich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge mir das Rebellenlager vornehmen und auch die eine Fischer-Quest oder die eine Jäger-Quest, die noch da ist. Und in der übernächsten Folge, je nachdem wie es halt sich anbietet, versuche ich dann zu dieser Burgruine hier von hier aus zu kommen. Ich kann ja nur von der Seite anscheinend diese Ruine erreichen, das wird man dann sehen. Ich danke fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und bis zur nächsten Folge Gothic 3. Ciao! Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.